Herzlich willkommen zurück hier bei Oxygen Not Included, Spaced Out DLC. Wir machen einfach weiter. So, wir schauen jetzt erstmal die Forschung an. Unsere Ellie ist ja noch da. Die kann dann auch noch forschen. Und ich denke mal, die soll jetzt einfach mal blind hier durchackern, ja. Einfach mal hier durch, denn wir haben schon so viel und wir werden das auch nicht brauchen. Aber was haben wir denn hier? Wir werden hier erstmal einen Erdgasgenerator, Ölraffinerie, Petroleumgenerator, Ölbrunnen, Polymer, das werden wir irgendwann mal brauchen. Minigaspumpe und das ganze Zeug bis hin zur Petroleum-Engine. Jetzt bin ich aber gerade am Schauen. Wir haben ja Ethanol, ne? Ist hier nicht irgendwie Ethanol irgendwas? Da, ne? Hier, so ein Petroleumgenerator, mit dem, den können wir mit Ethanol betreiben. Und Ethanol werden wir ja auf dem neuen Asteroiden haben. Also, macht Sinn. Ellie kann dann sofort loslegen. Und irgendwann will ich das dann auch hier weghaben, ne? Das nervt auch. So, da wird geboxt, ne? Unser Koch, der Boxer. Jetzt will ich die Einstellungen übertragen, dahin. Habe ich das gemacht? Jawohl. Diese Einstellungen übertragen, dahin. Sehr schön. Diese Einstellungen übertragen. Dahin. Sehr schön. Dann bin ich. Hier gibt es keine Einstellungen. Gibt es hier Einstellungen? Dahin. Sehr schön. So. Und dann will ich Folgendes alles abbauen, ne? Das ist doch so. Wir bauen hier alles ab. Ganz knallhart. Ups, das hat ja natürlich nicht geklappt. Doch, das hat geklappt. Strom und. Ja, wunderbar. Wir bauen jetzt auch nochmal hier den Strom so runter. Dann kann das Ding hier weg. Das ist sehr gut. Und. So, ja, das kann weg. Jetzt schauen wir auch nochmal die Fördersysteme. Die können wir dann auch hier abreißen. Und dann das auch abreißen. Dann bauen wir die auch nochmal so hoch läuft. Perfekt. So, das ist quasi Retrofit, ja. Hier machen wir großen Umbau. Schauen noch, bis hier alles weg ist. Strom, ne? Haben wir das nicht gemacht? Genau. Strom muss noch gebaut werden. Das ist hier noch nicht verbunden. Das wird noch verbunden. Dann möchte ich, dass das hier verbunden ist und nicht damit. Das muss weg. Auch wir denken an die Zukunft. So, ja. Das wird dann so sein. Das heißt, hier kommt natürlich unsere beliebte Skulptur aus Granit. Schön. Dann werden wir... Oje, 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 das wird jetzt interessant, ne? Also, ich möchte... Ich möchte, was möchte ich überhaupt? Ich möchte einen Kühlschrank hier haben. Dann will ich einen Räumer. Ja. Können wir das so machen? Machen wir den Räumer so. Und dann noch ein Behälter. Hierhin. Das heißt, der Räumer räumt das Essen in diesen Behälter. Dieser Behälter wird dann das Essen hier in diesen Raum ablegen. Okay. Das Ding will ich weghaben. Strom will ich auch anders machen. Na, haben wir hier wieder so, wie ich das eben nicht will, ne? So. So will ich das. Dann kann man das hier schön machen, ne? Dann kann man das hier schön machen. Das kann weg. Dann machen wir auch nochmal Möbel. Kommt hier auch die Skulptur von Hassan. So, und jetzt kommt der große Trick. Ich habe mir noch mal was überlegt, und zwar wir brauchen einmal so Türen, ja. Ihr werdet natürlich sehen, warum. Denn
Wir machen hier 1 Kilogramm begrenzt. Das werden wir aber alles noch einstellen müssen. Denn folgendes, ich habe mir das mal angeschaut. Wir haben ja bei der Automatisierung, haben wir hier so jede Menge Sensoren und so weiter. Thermo, Zyklus, bla bla bla. Ne? Also das ganze Zeug. Was wir aber nicht haben, ist zum Beispiel ein Sensor oder irgendwie einen Weg, mit dem ich ganz einfach sagen kann, wenn in dem Kühlschrank 5 Kilogramm sind, also ich habe jetzt den Kühlschrank maximal auf 5 Kilogramm gesetzt, ja, und möchte dann, wenn es weniger als 5 Kilogramm sind, möchte ich, dass der Räumer genau die Differenz schickt. Ja, also der soll dann irgendwie, wenn es nur 4 Kilogramm gibt, soll er dann auch nur 1 Kilogramm schicken. Das macht das Ding nicht. Das Ding ballert einfach alles, was es kriegen kann. Ja, das ballert einfach dann sofort 25 Kilogramm rüber und dann haben wir den Salat. Dann haben wir einfach zu viel Essen da auf der anderen Seite. Entsprechend möchte ich das so einstellen, dass dann nur so 1 Kilogramm Pakete geschickt werden. Und das werde ich dann so steuern, dass die Tür aufgeht. Der Räumer dann vom benachbarten Kühlschrank ja eben 1 Kilogramm nimmt und den hier reintut. Oder beziehungsweise, ja, hier reintut. Den voll macht. Also wir schauen uns das mal an. Auf jeden Fall ist das ein bisschen problematisch. Es sei denn, jemand kennt die Lösung oder jemand kennt das, sagen wir mal, das Rezept. Ich habe jetzt keine schlauere Idee gehabt. Ich werde es jetzt einfach so machen. Und ich denke mal, das wird klappen, ne? Sollte es jetzt nicht irgendwie problematisch sein, ne? Wir machen jetzt einfach mal hier, ne? Den Kühlschrank. Dann machen wir auch nochmal einen Räumer. Auch wieder hier, ne? Gut. Das wird gut sein. Dann möchte ich noch, dass diese Tür, so wie ich das eben liebe, mit einem Schalter geöffnet werden kann. So. Und lassen wir das mal. Also, bis die das gebaut haben, hey. Das wird dauern, das wird dauern. Schauen, ob das jetzt hier auch richtig eingestellt ist. Ja, wunderbar, ne? Das läuft immer noch. Das müssen wir dann auch nochmal in Ordnung bringen. Diese blöde Salatschleuder, die kann auch langsam weg. Na, das ganze Zeug, das kann weg, das will ich nicht sehen. Was haben wir hier? Ja, die Rohre, die können weg. Zerlegen ist nicht aktiviert, das ist sehr schön. Das Ding kann weg. Super, ne? Super, jetzt kann das Ding auch weg. Wir machen wieder den Strom, ne? Wir machen die Bude mal ein bisschen schöner, würde ich sagen. Sehr schön. Also so muss das sein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das kann weg. Das kann weg. Und bei Bedarf bauen wir das einfach nach, würde ich sagen. Zack, das kann weg. Möbel. Müssen wir jetzt kurz eine Pause drücken. Ich will nicht, dass jemand stirbt. Müssen mal rüberschauen, was unser Buddy treibt mit 39. Oje, oje, der hat 39 Stress. Und wo ist denn der überhaupt? Ist der tot? Buddy, wo ist der? Da ist er. Der ist am Buddeln, der Arme. Hat er das hier eingestellt? Nein, der hat das gar nicht gemacht, ne? Oh Mann. Ja, noch lassen wir den ein bisschen zappeln und wenn er irgendwie, ja, wenn es zu viel wird für ihn, dann werden wir den rüberschicken. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal, ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Wir machen einfach hier. So, ne? So sollte das passen. Und ich will irgendwann auch diese Hatchling-Eier, ne? Ich will die Dinger auch dann bei uns haben. Hier. Wir schauen jetzt nochmal den Biodrucker vorbei. Was haben wir hier? Schmutzwurzeln, Grapefruit, Bedienung, Stärke gesenkt. Nein, Stärke gesenkt darf nicht sein. Landwirtschaft, Athletik. Gefällt mir auch nicht. Also wir nehmen mal einfach Essen. Machen weiter. Es geht los. Es geht weiter. Jetzt haben wir hier ein rotes Signal.
Das Ding pumpt nicht mehr. Hier ist alles in Ordnung. Ich schaue nochmal. Super. Ich sehe aktuell nichts. Und wir haben hier immer noch die Sohle, ne? Das wird gepumpt. Jetzt haben wir haben so viel Wasser jetzt, ne? Ah, das ist super. Also das gefällt mir extrem gut. Das funktioniert. Das können wir schließen. Ich will nicht, dass Dupes hier reinkommen und Paco-Filets abholen und was auch immer. Dann. Das hat keinen Strom. Warum? Ah ja, klar. So, das ist auch gut. Temperaturmäßig. Ja, könnte besser gehen. Ah, und jetzt geht's los, ne? Wir machen jetzt hier nur beim Aufräumen alle. Aber nicht Samen, nicht Tierei. Und verflüssigbar. Auch nicht, ne? So. Und was wollen wir auch nicht? Wir wollen nicht verschmutzte Erde, verrotteten Haufen. Dann hier alles, was irgendwie verschmutzt ist. Was haben wir denn noch? Ton. Ja. Ja, okay. Ah, Bleichsteine. Verbrauchbares Erz. Das will ich hier auch nicht haben. Weg damit. Oxalit will ich auch nicht haben. So, jetzt nehmen wir das als Blueprint und machen dann Radibuts. So, und jetzt mache ich den großen Befehl mit Priorität 4. Ihr seht schon, ne? Hier wird alles aufgeräumt mit Prio 4. Ja. So. Hier wird Ordnung geschaffen. So, das ist, was die in sagen wir mal, in der Zwischenzeit machen können, wenn es einfach nichts anderes zu tun gibt. Prio 5, das könnt ihr jetzt schon mal aufräumen. Machen wir weiter. So, das Ding jetzt ist jetzt abgebaut. Wir schauen nochmal auf die Temperatur. Das funktioniert so wie gedacht. Da kommt jetzt endlich mal normale Luft rein. Wir haben hier, ne? Lass mich mal kurz an nachdenken. Was wollten wir hier machen? Ich hatte doch die Idee. Verdammt. Ja, das passiert, ne? Machen wir weiter. Machen wir doch einfach mal weiter. Ist doch peinlich. Ist richtig peinlich, was ich hier fabriziere hier. Ich baue hier einen Lagerbehälter. Oder ich mach die mal an, ne? Ich will jetzt, dass das Ding mal voll wird. Das geht aber jetzt aktuell super schnell, ne? Schau doch mal. Zack, zack, 25. Leitung voll. Aber hier ist nichts mehr, ne? Hier haben wir 0 und 17. Was haben wir? 17? Wirklich Bleistein 17? Okay. Okay, gut. Theoretisch könnte ich hier aufmachen, das wegnehmen, ne? Dann, weil wir sowieso einen Filter haben, wird das andere Zeug rausgepustet. Und nur das Chlor mitgenommen. Das ist, sagen wir mal, in der Theorie, ja, wird Sinn machen, ne? Aber dann hätten wir hier ein Vakuum, habe ich das Gefühl. Und das Zeug hier wär jetzt auch tot. Komm, lassen wir mal. Der kann jetzt mal wieder aufhören zu pumpen. Auf jeden Fall 25 finde ich aber eindeutig zu viel. Brauchen wir hier in diesem Fall nicht. Wir nehmen das jetzt mal so. Wir bauen jetzt auch nochmal Ziegel. Magmatit bauen wir. Okay, das wird so nicht gehen, ne? Wir brauchen genau das hier. So, das wird jetzt nicht gehen. Jetzt machen wir Workarounds. Wir machen das so. Ihr wisst schon, was kommt. Es kommt hier die Schleuse. Zack, na. Dann will ich hier eine Tür, die ich steuern kann. So. Ich will auch nicht, dass die Dupes hier reinrennen. Die will ich hier steuern.
Dann möchte ich Sanitär, Flaschenentleerer, den will ich auch noch, ja, das ist einfach so zu gemüllt, ne? Oh Mann, ob das klappt am Ende? Ob das klappt hier? Das Ding, und dann kommt endlich, das ist ja der Workaround-Trick, das kommt aber hier drauf. Klappt auch. Und irgendwann machen wir hier auch zu. Aber wir lassen es jetzt erstmal bauen. Das ist die komplexeste Küche, die es auf dieser Welt gibt. Für so ein paar Grubfruits. Aber gut. Wir wollen ja, dass das ordentlich läuft. Wir schauen nochmal hier rüber, was unser Buddy macht. Wo ist denn der jetzt? Ist der hier? Nein, der hat hier schön gebuddelt. Der ist jetzt hier unten dran an der ganzen Geschichte. Der soll hier ab. Der darf hier nicht sterben. Das ist ganz wichtig. Wo ist denn der jetzt? Hallo? Buddy, bud, bud. Buddy, bud, bud. Ah, da ist der ja, ne? Oh, Sandstein. Der hat doch hier so unendlich Sandstein, oder nicht? Sandstein, ja, 2 Tonnen sogar. Das ist komisch, ne? Dass er da immer runter geht. Das kann hier zugehen. Dann machen wir hier auch alles frei und können wir hier das Wasser immer reinpumpen. Durchlässige Ziegel könnten wir hier bauen. Dann kann es hier runter abfließen. Weil wir werden ja das ganze Kohlendioxid von hier oben, das ganze Zeug von hier oben einfach ins Weltall pusten. Da haben wir auch keine Probleme mit. Sauerstoff kommt hier auch ran. Essen hat er auch genug. Und tschüss, Buddy. Ne? Tschüss. Hier läuft auch alles gut. Wir schauen weiter. Alles gut, gut, gut. Hier wird noch aufgeräumt, aber die haben wahrscheinlich nichts zu tun. Ja, so wie es aussieht, haben sie nichts zu tun. Jetzt müssen wir hier einstellen. Also Flüssigkeit, bitte Wasser. Na, Wasser haben wir jetzt mega viel. Der soll das befüllen. Das werden wir auf Bleichstein umstellen. Dann werden wir... Wir müssen mal den Strom... Wollen wir den Strom jetzt oder... Wir brauchen auf jeden Fall mal einen Transformator, ne? Einen brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist natürlich einfach... Jo, sagen wir mal, aktuell nicht gerade das Schlauste. Ich will das hier, diese Insel, ich mache das jetzt mal hier auch auf. Nein, ich mache es hier auf. Nein, ich mache es da auf. Und so, so. Ach, das Ding brauche ich nicht. Das will ich auch nicht jetzt. Das kann weg, aber Strom, ne? Hier weg. Und dann hier verbinden, da verbinden. Ja, das sollte passen. Sehr schön. Der Bart, unser Bart, der boxt. So, jetzt haben wir hier, na, unsere Küche. Wasser kommt auch schon nochmal ran, das ist sehr gut. Wir müssen, ja, wir müssen hier das Zeug aufräumen. Ich habe keine Lust, dass hier irgendein Zeug drin ist. Das muss weg. Dann will ich auch hier mit 9er Prio alles hier raus. Das will ich hier nicht haben. Alles muss weg. So, dann müssen wir auch, das ist auch etwas, was ich hier nicht haben will. Machen wir die Schlafplätze, ne? Hier ist ja auch Zeug, ne? 9, also auf jeden Fall bei den Schlafplätzen alles weg und, ne? Aus der Kantine auch alles weg. Das muss komplett aufgeräumt werden, das will ich hier nicht sehen. So, das sieht jetzt mal gut aus. Und ich denke mal, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Also das haben wir hier gebaut. Dann haben wir das Essen. Das muss ja hier... Jetzt überlegen wir mal. Ich will ja, dass das Essen hier ankommt, ne? Das fertige Essen von hier will ich dann in dieser Kammer lagern. Also brauche ich... ich brauche hier so ein Ding.
dieses Ding bringt mir das Essen hier auf den Boden. Das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall machen müssen. Und wir müssen dann weiterschauen. Kabel. Jo, das ist kein Problem, ne? Das werden wir verbinden, wenn wir mal die Hauptleitung haben. Die Hauptleitung wird dann eben... Machen wir sie hier durch die Wand, ne? Das will ich nicht haben. Hier entlang. Und ich baue nochmal... Nicht den großen, den kleinen Trafo. Es gibt hier einen Trafo und da einen Trafo. So. Und das Ding, ne? Will ich das so führen? Das sieht doch hässlich aus, ne? Von hier oben. Aber komm, das ist... So. Das wird jetzt unser Trafo sein, der die Küche betreiben wird. Hier das ganze Ding. Diese Abteilung hier. Und wir können es ja immer später umschalten, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich will einfach das mal separieren. Denn wenn man sich das anschaut... Wenn man sich das anschaut, also F2, ne? Hier. 60, 120, 10. Ich meine, das... Der Supercomputer, der läuft ja nicht immer. Aber das Zeug, ne? 120, 120, 120, 120. Läuft auch nicht immer. Aber wenn es mal läuft, dann zieht das kurzfristig einfach 120 Watt. Und wenn es verbunden ist mit den ganzen Pumpen, die relativ häufig laufen, dann wird es ein Problem. Deshalb separater Kreislauf. So. Und wir müssen auch hier mal gucken, können wir das Solarmodul expandieren, solange es geht, ne? Bauen so viele wir können. Mehr können wir nicht bauen. Sehr schön. Und dann bauen wir jetzt noch schnell hier die Kabel und... Genau, und schließen dann auch die Folge ab. Sehr, sehr gut. Also wir haben einen großen Schritt nach vorne getan und machen einfach weiter an unserer Küche. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.